Ja, liebe Freunde der seichten Unterhaltung, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney. Wo sind wir letztes Mal stehen geblieben? Ach ja, wir haben Oldbag ein paar Mal in die Mangel genommen bei unserem Verhör hier und werden mal schauen, was wohl Phoenix wohl für Zweifel hat. Ich meine, der Junge war da. Das macht ihn verdächtig. Ja, und so meinten, machen sie ihn wieder unverdächtig. Ja, stimmt. Ich werde die Verhandlung für 5 Minuten unterbrechen. Verteidigung und Anklage können sich über die neuen Informationen beraten. Und diesmal werden keine wichtigen Informationen vergessen. Ja gut, es war doch nur Oldberg, die was vergessen hat. Wir waren es doch gar nicht. 18. Oktober, 11.08 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 3. Okay, das ist... Herr WP? Ja? Sagen Sie es mir. Waren Sie wirklich in Ihrer Umkleide? Gingen Sie nicht zum Studio? Ich ging nicht zum Studio. Ich schlief, ehrlich. Wer war also der Stil Samurai auf dem Foto? Woher soll ich das wissen? Das Stil Samurai-Kostüm befand sich in einer Ecke der Umkleide. Jeder, der reingekommen wäre, hätte es nehmen können, wirklich. Was? Sie sollten besser auf Ihre Sachen Acht geben. Ich hätte niemals gedacht, dass jemand ein Stil Samurai-Kostüm klauen würde. Also, wohin führt das alles? Es sieht nicht gut aus. Sie sind im Moment der einzige wirklich Verdächtige. Nick, was machen wir jetzt? Zunächst spielen wir auf Zeit. Wir suchen uns jemand anders, der vielleicht der Täter sein könnte. Genau. Und es wird sie lange genug beschäftigen, sodass wir noch einen weiteren Tag bekommen. Richtig. Aber wenn wir uns den Falschen aussuchen, könnten wir verlieren. Sie klingen nicht sehr optimistisch. Ich bin sogar kein bisschen optimistisch. Hey Nick, es ist Zeit. Okay, los geht's. Ach. Was hat das zu bedeuten? Bitte seufzen Sie nicht so. Okay. Naja. Oldberg steht wieder im Verhör. Mal schauen, was dabei jetzt rauskommt. Das Gericht wird nun die Verhandlung gegen Herrn Will Powers fortführen. Herr Edgeworth, würden Sie bitte die Position der Anklage in diesem Punkt erklären? Die Position der Anklage ist schnell erklärt. Es hat sich nichts geändert. Die zweite Person, die zu den Studios ging, war ein etwa 10-jähriger Junge. Das Foto, das wir besitzen, mag vielleicht kein klarer Beweis sein. Aber es gibt nach wie vor niemand sonst, der den Mord hätte verüben können. Ich fordere das Gericht auf, den angeklagten Herrn Will Powers schuldig zu sprechen. Na schön. Herr Wright, Ihre Gedanken? Die Verteidigung ist anderer Ansicht als die Anklage. Es gibt eine weitere Person, die das Verbrechen hätte begehen können. Oh oh, nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ruhe! Interessant. Teilen Sie uns bitte Ihre Gedanken mit. Allerdings, seien Sie sich bewusst, dass ich blinde Anschuldigungen nicht tolerieren werde. Beschuldigen Sie jemanden, der offensichtlich unschuldig ist, werde ich Sie bestrafen. Na toll, als wären unsere Chancen nicht schon klein genug. Also, wer ist die Person, die hier neben Herrn Powers noch den Mord hätte begehen können? Gut, jetzt könnten wir die Assistentin, den Grundschuljunge oder die Wachfrau bezeichnen, aber wir werden wohl erstmal auf Frau Oldberg gehen, weil sie konnte ja nicht wirklich irgendwas sagen. Werden wir es mal versuchen? Es war die Wachfrau, Wendy Oldberg. Wer? Auf diesem Foto zieht der Stil Samurai sein Bein nach. Das heißt, wer auch immer in dem Kostüm steckte, wusste von der Verletzung am Morgen. Vielleicht, weil der Täter die Probe der Action-Szene beobachtete. Neben Powers und Hammer gab es nur eine Person, die davon wusste. Die Wachfrau, Frau Oldberg. Was? Gerne groß. Oh oh. Ich glaube, wir haben sie im wunden Punkt getroffen. Ruhe, Ruhe. Ist das wahr, Oldberg? Oldberg? Für Sie immer noch Frau Oldberg. Frau Oldberg hielt einen allein wach am Haupteingang. Sie war allein. Mit anderen Worten, sie hat kein Alibi. Sie hätte ihren Posten kurz verlassen können, um das Kostüm zu stehlen. Dann hätte sie zu Studio 1 gehen können, dem Tatort. Hätte sie sich die Mühe machen sollen, das Kostüm anzuziehen? Ganz einfach, Euer Ehren. Sie wusste, dass die Kamera am Tor ein Foto machen würde. Durch das Kostüm konnte sie Herrn Powers belasten. Ich verstehe. Hervorragend kombiniert, Herr Wright. Oh ja, wie war? Sherlock Holmes 2, Baby. Hä? Das ist seltsam. Ist das nicht die Stelle, an der Edgeworth immer eingreift? Er kommt doch sonst auch immer mit einem Einspruch und neuen Beweisen. Nun, Herr Edgeworth, hat die Anklage zu diesem Punkt etwas zu sagen? Die Anklage hat im Moment keine Einwände. Was? Was soll das bedeuten? Oh, Sie alle denken, also dass ich es war, nicht wahr? Edgy Boy, sitzen Sie nicht so rum, tun Sie was! Was soll ich jetzt machen?
Vielleicht ist das die Chance, das Blatt zu wenden. Jetzt könnten wir der Alten eine Pause gönnen oder weiter angreifen. Ich bin für weiter angreifen. Die soll richtig leiden. Aus demselben Grund, warum Herr Powers ein Verdächtiger in diesem Fall ist, können auch Frau Orbecks Anlungen an dem Tag in Frage gestellt werden. Aber warum sollte ich den armen Hammer so etwas antun? Sie vergessen, dass Herr Powers ebenso wenig ein klares Motiv hat. In der Tat. Geschafft. Jetzt gehört die Labortasche zu den Verdächtigen. Keine bitteren Gefühle, hoffe ich. Warten Sie einen Augenblick. Was ist denn mit der anderen Person, die zum Studio ging? Der Junge, dessen Foto ich gelöscht habe. Er ist nur ein Grundschüler. Zweite oder dritte Klasse, sagten Sie doch, oder? Das macht nichts. In dem Alter brauchte ich höchstens 10 Sekunden, um meinen Alten niederzuringen. Was denken Sie, Herr Wright? Der Junge ist nicht der Mörder. Was? Was macht Sie so sicher? Oh, oder wollen Sie nur nett zur Jugend und gemein zu uns Altern sein, gerne groß? Ich kann es beweisen. Beweisen? Tatsächlich? Dann lassen Sie uns diesen Beweis sehen, Herr Wright. Sie haben einen Beweis, der belegt, dass der Junge den Mord nicht begangen hat? Ja, also ich hätte einen Beweis. Ich muss nur erstmal nochmal schauen, welcher das ist. Entweder ist es der Speer oder das Foto. Also ich würde eher sagen, dass es das Foto ist. Euer Ehren, die Mordwaffe war der Samurai-Speer. Dieser Speer ist hier auf diesem Foto zu sehen. Ach ja, richtig, man muss ja den Speer oder das Foto nehmen, es reicht. Wie hätte der Junge diesen Speer benutzen können? Es ist unmöglich. Ich verstehe. Nun möchte die Zeugin etwas dazu sagen? Ja. Die Labertasche. Sprachlos. Das muss das erste Mal für sie sein. Sehr gut. Ja, das ist wirklich sehr gut. Das Gericht unterbricht die Verhandlung für heute. Herr Edgeworth, finden Sie mehr über Ihre Zeugin Frau Windy, wie war noch Ihr Name? Oldbag oder so, Euer Ehren. Die Anklage wird diese Oldbag näher unter die Lupe nehmen, bevor es weitergeht. Das ist alles. Die Verhandlung ist geschlossen. Ja, super. Haben wir doch mal unser Ziel erreicht, oder? Das ist doch klasse. Warten Sie eine Sekunde! Ach nö, doch noch nicht? Ich werde nicht zulassen, dass Sie mit dem falschen Dampfer fahren mit mir. Mit mir! Ich rede. Oh oh. Was soll denn jetzt kommen? Oh, großartig! Stopp die Pressen! Die Labertasche möchte reden! Frau Oldberg, was soll das Ganze? Haben Sie etwas zu sagen vergessen? Also, wenn Sie es genau wissen wollen, gibt es etwas, das ich nicht erwähnen sollte. Das Sie nicht erwähnen sollten? Wer hat das gesagt? Hä? Heißt das, es war nicht Edgeworth, der ihr verboten hat zu reden? Gut, sagen Sie aus. Eine weitere Aussage, ich glaub's doch jetzt gar nicht. Zum Schweigen, verdammt. Ja gut. Die Global Studios wollten, dass ich etwas geheim halte. Da waren noch ein paar andere Leute in den Studios am Tag des Mordes. Sie sagten, sie hätten nichts damit zu tun, verstehen Sie? Also sagten sie, ich sollte so tun, als wären sie an dem Tag nicht da gewesen. Aber jetzt, da sie mich beschuldigen, lasse ich sie nicht einfach so davonkommen. Ja, das ist eine super Aussage. Frau Oldberg, das sind wichtige Angaben. Warum haben Sie das bis eben dem Gericht verschwiegen? Haben Sie mir nicht zugehört? Man hat mir gesagt, ich soll meine Klappe halten und ich tue immer, was man mir sagt. Ja, warum sagst du, machst du es denn jetzt nicht? Nein, das ist kein böser Traum, euer Ehren. Sie werden Zeuge der Macht der Oldberg. Herr Wright, Ihr Kreuzverhör. Gut, das nächste Kreuzverhör. Wir werden jetzt erstmal ein paar Mal angreifen. Die Global Studios, ja, ich will es nicht vorlesen, wieder ganz normal angreifen wie immer. Man sagt ihnen also, dass sie nicht reden sollten. Genau, das Studio und die hohen Tiere vom Fernsehen sagten das. Warum höre ich das jetzt zum ersten Mal? Seien Sie nicht so hart zu sich, mein Lieber. Wir stecken alle drin. Okay. Da waren noch ein paar andere Leute. Ja, okay, das möchte ich wissen, wer das war. Wer waren diese Leute? Nun, der Regisseur und die Produzentin zum Beispiel. Der Regisseur? Wir hätten uns denken können, dass da was nicht stimmt. Wie hätten Sie eine Probe der Action-Szene ohne den Regisseur drin machen können? Natürlich. Ja nun, ich war überrascht, dass mich niemand darauf angesprochen hat. Und wo waren diese Leute? Der Regisseur war den ganzen Morgen während der Probe im Personalbereich. Er traf die Produzentin zum Mittagessen und dann hatten sie ein Meeting. Wo? Oh, im Wohnwagen Studio 2. Studio 2? Es gibt ein Studio 2? Nun, wenn Sie mal auf den Übersichtsplan schauen. Hier ist es. Sie gehen durch das Tor und dann immer nach links. Der Weg, auf dem der Kopf des Affen gefallen war. Nun, Herr Wright, möchten Sie mit dem Kreuzfeuer fortfahren? Ich glaube, ich habe schon alles gefragt, aber...
Nö, wir pausieren. Euer Ehren, wir haben erfahren, dass noch mehr Personen im fraglichen Tag in den Studios waren. Der Regisseur und die Produzentin, und ein paar hohe Tiere. Nun, sie alle sind noch nicht befragt worden. Es ist keinesfalls möglich, ein Urteil über Herrn Powers zu fällen. Das Gericht stimmt der Verteidigung in diesem Punkt zu. Die Anklage wird weitere Informationen über die Zeugin Frau Ortbeck sammeln. Und weitere Informationen über diese anderen Leute, von denen wir gehört haben. Gut, an dieser Stelle machen wir einen Schnitt. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney. Bis dahin sprach der Raven Knight nimmermehr.